Jo, Freunde, wie geht's euch? Gut, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wir sind noch richtig früh hier am Flughafen, aber es wird natürlich auch direkt schon hier ein Workout durchgeballert. Ja, was soll ich sagen? Später ist viel los, jetzt muss ich sowieso aufs Gate warten, also passt perfekt. Ey, Freunde, wie mich hier alle anschauen, man darf doch wohl noch hier ein Workout durchballern. Na gut, auf jeden Fall, Freunde, heute wird's richtig crazy, denn heute geht's auf zum Fitnessgiganten Process. Heute dürfen wir einen Tag bei Process sein und wir erleben noch viele andere Dinge, also heute wird's richtig crazy. Heute gibt's mal einen Vlog für die Sascha Army. Also, auf geht's. Gollum. Boah, es ist ein riesiger Komplex. Junge. So, Freunde, jetzt sind wir direkt hier angekommen. Nein, nicht mit dem Auto. Aber wir sind jetzt hier und der Joel wartet schon auf mich, der absolute Ehrenmann. Ehrenmann, mein Freund. Wie geht's dir? Ja, Dankeschön, Dankeschön. Freue mich richtig, dass ich hier sein darf. Also es ist ja ein Riesengebäude. Das ist ja der Hauptsitz. Es gibt ja dann noch das Lager und so weiter. Aber jetzt checken wir mal das Hauptgebäude aus und ich bin schon gespannt, wie es jetzt aussieht. Ich war vor langer Zeit mal da, aber da war noch alles ganz anders, meintest du. Und jetzt, Freunde, check das mal aus. Das ist der Eingang und da werden wir jetzt einfach mal reinstarten. Gehen wir an, oder? Natürlich. Was, Freunde? Ich wünsche euch viel Spaß jetzt. Das ist jetzt meine Roomtour, sagen wir mal so. Check mal meine neue Crib aus. Sieht doch richtig heftig aus. Hier die Entrance. Das fühle ich schon mal als allererstes. Das fühle ich schon mal komplett. Das ist wahrscheinlich der Schwächste hier drin. Wir gibt deutlich stärkere. Gibt stärkere? Ja, kann man fast nicht glauben hier. Einfach reinmarschieren. Alter, und ich weiß gar nicht so genau, wo wir anfangen sollen. Fuck. Ja, das ist die Frage, wo wir anfangen sollen. Hier alles Bücher. Wir fangen oben an. Und kämpfen uns durch. Ja, passt. Gut, ja. Ich folge dir einfach, Joel. Hier fangen schon die Stärkeren an. Ah, hier fängt schon die Stärkeren. Ah, da haben wir ihn. Was meint ihr, Freunde? Sowas würde ich einfach so fühlen im Gym, irgendwo im Hintergrund. Ich glaube, vielleicht kann man da was mal machen, Joel. Was meinst du? Ich kann es ja mal versuchen. Ich versuche mal das Beste. Ja, Freunde, dann müsst ihr noch ein bisschen mehr mit Sascha 10 supporten, damit sowas mal drin ist. Hier, ja. Was haben wir hier? Hier haben wir unsere Ehrenziegen. Ehrenziegen, wie lieb ich sie. Die sind wirklich sehr, sehr. Wie heißt denn sie? Die heißt Amalia. Amalia, hallo, genau. Amalia. Die beißt dir hoffentlich nicht den Finger weg, die Hand hatte schon genug zu tun die letzten Wochen. Amalia, wie heißt er oder sie? Und sie heißt Shanfana. Shanfana. Vielleicht ein bisschen schwieriger auszusprechen. Und du meintest, hier ist die Leine, oder? Ja, genau, das ist die Leine, da gehen dann natürlich auch öfters raus. Ja. Also wenn du mal kurz Pause machst, zack, gehst du her und streichelst mal kurz die Ziegen, oder? Absolut. Absolut, das ist auch wirklich, wirklich entspannt. Entspannt. Ja. Ja, einfach für die Mitarbeiter richtig zum Unterkommen, oder? Ja. Oder wenn man sogar beim Arbeit ist, das ist auch manchmal stressig. Ja. Und dann hört man einfach mal die Ziegen im Hintergrund und schon. Man hört die Ziegen im Hintergrund. Man wieder weiß schön. Gar nicht mehr, dass man bei der Arbeit ist. Eher so im Stall oder so. Ja, hier haben wir so ein richtig nices Gerät. Das hat man schon vorher schon gezeigt. Da ist einfach eine Maschine für Mitarbeiter, einfach zum Trainieren. Ja? Du machst das Ding an und dann startest du zum Beispiel einfach hier mit deinem Air-Squat. Lass es Air-Squat sein, kannst du aussuchen, Burpees, Push-Ups und so weiter. Machen wir jetzt einfach mal ein paar Air-Squats. Okay, 3, 2, 1. Yes! Sascha, wir müssen auch mal los. Okay, gut. Ich habe noch sehr viele Sachen, die ich dir zeigen muss. Sonst dauert das Video eine Stunde oder was? Ich sehe hier schon Hulk am Start. Den brauche ich im Gym. Ey, im Vergleich, wie sieht das aus? Naja, der einzige Unterschied, den ich sehe, ist die Farbe. Okay, so. Und? Welcher bist nochmal du? Aber ich glaube, da ist man direkt mal wieder motiviert, dass man zurück an die Arbeit geht, wenn man hinten rumsteht und nicht halt anschaut. Wen haben wir hier? Das ist ein Gohan, falls ich mich recht erinnere. Oh, yes. Wie gesagt, das wird immer stärker. Also oben sind da noch andere Figuren, die auch noch ein bisschen dick stärker sind. Gibt es noch stärkere? Es gibt noch stärkere. Ah, nice. Ganz oben ist auch eine Figur von dir. Das ist wirklich Next Level Shit. Ey, Freunde, hier, wisst ihr, was wir hier noch haben? Nämlich Automaten, Process-Automaten. Nämlich, in Österreich noch nicht verfügbar, aber in Deutschland und so weiter haben wir hier Protein, Eis und so weiter und natürlich auch Fertiggerichte ohne Ende. Also das sind alles verschiedene Fertiggerichte. Auf jeden Fall, hier haben die Automaten die Mitarbeiter und können sich hier kostenlos einfach einscannen mit dem QR-Code. Dann geht das Ding auf die Maschine und dann kann man sich da irgendwas rausnehmen und einfach gönnen. Auf jeden Fall.
Fall hier. Joel, wann kommt das endlich nach Österreich? Bald, auf jeden Fall, das wollte ich sagen. Gott sei Dank. In Deutschland sind sie schon verfügbar. Ja. Die Geräte noch nicht, aber die Fertiggerichte, das Eis, das kann man schon alles online bestellen. Die Maschinen, also da kann ich dir leider noch nicht sagen. Ich sage einfach mal nochmal bald. Versuchen wir. Sehr gut, bald ist super. Ich glaube, da gibt es auch nicht nur Eis und so weiter, sondern auch Proteinshakes und so weiter, oder? Du kannst auch alles haben. Du kannst auch Riegel haben. Es müssen jetzt nicht nur Tiefkühlgerichte sein oder Eis oder Fertiggerichte, was auch immer. Yes. Es sind auch Maschinen für Riegel. Das kannst du dann auch oben sehen. Die schwarzen sind normalerweise für kältere Sachen, für Essen, für Eis. Da oben gibt es auch die roten, die sind dann eher für Riegel und für andere Sachen. Ja, ist das krass. Auf jeden Fall, ja, ihr wisst Bescheid, die gibt es oft gratis dazu mit dem Kurzascher 10, oder? Die packst du öfter mal rein. Joel ist ja unter anderem zuständig für das, Freunde, welche Gratisprodukte es immer mit dem Kurzascher 10 gibt. Genau. Und der Ehrenmann kümmert sich da immer richtig gut drum. Möchte ich mal sagen, danke, Joel, also dass der Sascha mir immer die heftigsten Gratisprodukte raus. Ich wollte dir eigentlich danke, jetzt stehe ich ein bisschen blöd da. Naja. Weiß nicht. Okay. So, hier haben wir den Hulk. Hier geht's jetzt ins Fotostudio. Hier darf ich nicht alles finden. Hier sind auch neue Produkte, die bald in den Store kommen. Ja? Da haben wir hier auch ja, auf jeden Fall hier ein schönes Fotostudio. Hier werden die ganzen Produkte fotografiert, wurde mir gerade gesagt. Also hier, die dann eben für die Website dann eben ja, online gestellt werden. Auch die Models werden dann hier, wenn sie zum Beispiel neuen Produkte, die neuen Kleidungsstücke tragen, werden sie dann auch hier fotografiert. Stehst du öfter dann drin, oder? Als Model? Nein. Was ist hier los? Ja, also hier hast du auch einen Real Screen, wenn du da irgendwie hinten was Witziges machen möchtest. Ah ja, krass. Ja, heftig, alles da. Coole Kulisse, ist einfach alles da. Handelbank natürlich darf nicht fehlen. Alles zum Start. Ja. Gut. Ah, der gute alte Gaming-Stuhl, der ist leider schon wieder ausverkauft, gell? Ja, mittlerweile sind auch ein paar neuere rausgekommen. Ja, gut. Hier haben wir lauter so Technikzeugs noch am Start. Natürlich so, weiß nicht, wie krass interessant das ist. Aber hier haben wir die Karre. Die fühle ich. Ey, ohne Scheiß, überall das Logo. Ich fühle es. Gut, gehen wir wieder raus. Genau. Du, Joel, du meinst, du bist ein Model, oder? Ich glaube, das wird ganz gut für dich passen. Da haben wir ein paar Tennisbälle. Ja. Vielleicht fällt dir eine Pose ein. Was meinst du? Natürlich. Das passt mir. Joel. Würdest du mich engagieren? Nein. Nein? Okay. Das ist das Beste, das ist das Beste, das ich machen kann. Also, ich muss schon sagen, das ist eine gute Form. Ja, das ist echt deine Homeworks. Ja. Ist natürlich jetzt hier perfekt aufgelegt für die Cap, für die Jacke und so weiter. Perfekte Produktplatzierung, oder? Was soll man sagen? Schauen wir mal weiter, oder? Ja, schauen wir weiter. So, da waren wir auch schon. Was haben wir da jetzt mal wieder? Ich versuche das dir mal am besten so gut wie möglich zu erklären. Okay. Also unsere Gründe macht hier immer einen Podcast. Er ladet dann immer jemanden ein, einen Teamleader. Aber warum, Bro? Liegt hier eine fucking Gun auf dem Tisch? Die Gun. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ihr mit euren Kooperationspartnern umgeht. Also ich wurde bis jetzt noch nicht bedroht. Ja. Aber ich denke mal, wenn man hier so einen Podcast macht, dann sitze ich so hier, dann fragt mich der Gründer so, und wie kannst du Process empfehlen und hält mir hier die Gun auf den Kopf oder was? Ja, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Kann passieren. Da sollte man sich auf jeden Fall benehmen. Oder für Jobinterviews vielleicht. Wäre vielleicht auch mal interessant, wenn man die in die Hand nehmen würde. Ja, holy shit. Einfach mal eine Gun am Tisch. Also hier werden dann immer Leute eingeladen, zum Beispiel Teamleader, dann die über die Abteilung reden können. Zum Beispiel über die Zukunftspläne der Abteilung, was zum Beispiel rauskommt, was gemacht wird, weil wir haben auch wirklich sehr viele Sachen geplant. Zu Hause kannst du dann auch Fragen stellen, die er dann online beantwortet. Das wird nämlich alles gestreamt. Du kannst hier dann zuschauen, wenn du möchtest. Du kannst herkommen, da ist eine Bar, da ist eine Open Bar. Kannst du natürlich einen netten Drink haben. Wenn da kann man jederzeit, wenn der Chef redet, auch zuschauen und so weiter. Ganz er versucht also das Teambuilding hier einfach zu machen, damit man sich untereinander austauscht. Genau, normalerweise. Sehr nice. Es gibt dann auch immer jemanden, der hier vielleicht ein bisschen Musik spielt oder so. Ja, ich würde mal sagen, es ist besser als viele Bars, die ich kenne. Ja, richtig gechillt hier. Ist ja auch eine Bar hier. Ja gut, auf jeden Fall hier noch die Process Gun muss natürlich dann auch am Start sein, wenn wir schon bei Waffen sind. Aber gut, dann noch mal wieder raus mit uns. Aber cool. Ja, richtig gemütliche Atmosphäre auf jeden Fall. Oder andere Angestellte, die werden dann hier... Fühl ich. Wir können auch oben hingehen. Okay. Wir haben zwar unten noch viel mehr Sachen zu schauen, aber ich würde mal sagen, wir machen... Ja, kurz noch. Okay. Es ist ein riesiger Komplex. Es ist echt crazy. Schau mal hier die nächste Figur oder die nächste Figur. Ah, da haben wir ihn. Ja, da haben wir ihn stehen. Das ist echt so detailliert gemacht, gell? Richtig gut einfach. Ich kann dir hier noch ein paar Abteilungen zeigen. Wie du sehen kannst, laufen hier auch immer wieder Kollegen vorbei. Ja, ich kann auch die Maske absetzen, ich bin ja auch negativ getestet. Hier sind noch ein paar IT-Kollegen. Die sind hier überall verstreut. Du wirst wahrscheinlich auch nicht alle sehen, weil wir haben noch sehr viele Leute, die noch im Homeoffice sind. Jetzt sind noch einige Leute im Homeoffice. Und wie viel haben wir aktuell hier? Schätzungsweise. Schätzungsweise würde ich mal sagen, wären jetzt alle hier, wären sie wahrscheinlich 350, 400 Leute allein in diesem Büro. Wir haben ja noch ein anderes Büro. Genau, da waren wir auch schon mal, Freunde. Klickt hier rein, das könnt ihr auch auschecken. Genauso heftig. Genau. Aber ja, krass, wie riesig die. Hier wird noch unser Gym, das kann ich auch noch sagen. Ah, hier wird ein Gym. Ist gerade noch in Bearbeitung, also es ist noch nicht komplett. Aber ja. Es sieht auf jeden Fall auch, dass es fertig ist. Ah, es wird. Ah, ja.
viel auch mit Bodyweight, ja, das sehe ich auch hier mit Klimmzug und so weiter. Ja, fühle ich. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Was für eine Firma kann es geben, ha? Ohne Spaßschwell. Ihr könnt jetzt wieder gratis hier trainieren, oder was? Ja, wir dann gratis trainieren. Ich denke, man sollte auch hier trainieren. Also wenn man hier arbeitet bei Process, dann wird erwartet, dass man trainiert. Ja, ja, so muss das sein. So, und jetzt geht direkt weiter. Wo sind wir hier? Ja, hier ist auch das Büro von unserem Gründer und auch von unserem CEO. Wow. Die sind gerade nicht da. Ah, sind gerade nicht da, okay. Ah, hier sind die Katzen und so weiter, ja, genau. Gell? Da kannst du auch zwei Katzen sehen auf seinem Tisch. Jo, was ist hier los? Check das mal aus, einfach auf den Tisch. Ey, der Gründer ist eine Legende. Die hattest du ja auch schon mal in der Hand, die Katzen. Ja, der ist einfach eine Legende. Hier, Gollum. Ey, Freunde, ohne Spaß, das kann man ja doch nur supporten, ey. Die Arbeitsatmosphäre, Joel, ganz ehrlich, was sagst du? Gut, jetzt bist du natürlich hier befangen, aber was sagst du? Nein, also mit eigenem Gym und... Es ist wirklich sehr, sehr angenehm, also es ist auch sehr lässig. Man ist nur bei der Arbeit, man hat auch Spaß, ganz ehrlich. Es sind sehr, sehr viele sehr jung, wie ich sehe. Es sind auch sehr junge Leute hier dabei, wir sind auch, wie gesagt, sehr viele. Und da es auch sehr viele junge Leute sind, gibt es auch so eine coole, chillige Atmosphäre. Ist auch wirklich sehr nice. Sehr schön, sehr schön. Man merkt es halt richtig hier. Tipp for Success, Focus on your own Shit und so weiter. Also, an welcher Firma ich stehe sowas? Ah, hier, was haben wir hier so drin? Ja, das sind eigentlich nur so ein paar Konferenzräume. Ach so, Konferenzräume. Wenn du irgendwie ein paar Anrufe oder so machen möchtest, hier hast du auch das Licht, kann man auch einschalten. Ist einfach so relaxed hier. Und die Konferenzräume sind auch alle anders. Jeder ist einzeln individuell. Ja, cool. Ja, also wenn wir schon beim Thema sind, hier haben auch noch verschiedene Boxen. Ja, vor allem, wir können hier nicht überall immer sofort rein. Einfach, ja, weil man braucht echt den ganzen Tag. Aber am liebsten würde ich das alles zeigen. Es sind die Details hier. Überall. Das ist ja wieder die nächste Box hier. Alles einzelne Boxen. Auch hier drüben ist wie ein einzelne. Junge, da müssen wir rüber. So. Also das sind die Kollegen, die dafür zuständig sind, dass die Produkte immer online sind. Boah. Die auch immer alle Fotos und so hochladen, die sind dafür zuständig, sind sehr viele Kollegen, weil es sind auch sehr viele Produkte. Hier ist auch die Abteilung, die dafür zuständig sind, die neuen Produkte zu erstellen, zu bearbeiten. Zu erstellen, also die entwickeln so die Klamotten, die oder wie? Ja, das ist das perfekte Wort. Die entwickeln hauptsächlich hier die Klamotten. Ja, und das sind nochmal Kollegen, die arbeiten auch bei der Produktentwicklung. Hier ist es aber eher, dass es mit Lebensmitteln zu tun hat und auch mit anderen Produkten. Ja. Die anderen Kollegen waren ja eher für Klamotten zuständig. Ah, oh Mann. Ey, und alle Mitarbeiter hinter dem Homeoffice oder gerade Mittagspause? Genau, aber wir haben sie wahrscheinlich gerade in einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Oder in einem guten, vielleicht sind sie froh. In einem guten, genau. Aha, hier ist so eine Chill-Lounge, hier wird gegessen mittags. Genau, man kann auch Kaffee nehmen, wenn man möchte. Ah, gemütlich. Jetzt während der Pandemie eher nicht. Ah, hier, ja, ich kann mich erinnern, da war alles voll mit Früchten damals, als ich da war. Genau. Und da vorne siehst du, da sind die Regeln und so. Ah ja, da vorne haben wir den nächsten Automat. Hier ist so die Mitte, dass ihr wieder wisst, wo wir sind, im oberen Stock. So, hier geht's auch direkt weiter. Not try not, do or do not, there is no try. Jedi Master Yoda. Ja, ja, und zur Abwicklung, hier sind nochmal Kollegen, die auch bei der Produktentwicklung dabei sind. Wieder mal Produktentwicklung, alles klar, es wird hier echt gefühlt. Wir können die auch rein, das ist auch überhaupt kein Problem. Das sind auch Kollegen, die ja dann eher für die Ernährung zuständig sind. Auch die da hinten, die machen nicht nur die Ernährung, also das Produkt an sich, die kümmern sich dann auch um das Design, die Verpackungen und so. So dann, also ja, krass. Hier ist Hulk durchgerannt. Wahrscheinlich, ja. War es Hulk oder war es Deadpool? Wir werden es nie wissen. Einer von denen war es. Echt. Die ganzen Details, gell? Es macht echt die ganzen Details einfach aus. Die Kollegen, die studieren dann auch, welche Rohstoffe am besten für die Produkte sind, wie das Design am schönsten ist. Die studieren einfach alles, was dann auch daran beteiligt ist. Heftig. Another fucking product. Und dann hit me, baby. Wenn ein neues Produkt entwickelt wurde oder fertig ist, drücken die hier drauf und du hörst im ganzen Raum, dass halt ein Produkt fertig ist. No way. Ja. Okay, alles klar. So, wir haben ein neues Produkt, Freunde. Checken wir den neuen Store aus. Jetzt auf Process. Und ein Store, yes. Direkt mal Party hier im ganzen Komplex. Was los? Ein neues Produkt ist im Store. Jede Abteilung hat so einen Knopf. Immer wenn ein Produkt fertig ist, drücken die drauf und dann kommt eine Nummer extra hier drauf. Ach, das legendary. Das ist auch nicht gerade aktualisiert, weil wir waren ja alle im Homeoffice und da hat keiner drauf gedrückt. Jetzt wird uns kurz gezeigt, wer die Tür hier aufgebrochen hat. Das war's, der Guy. Ah, er war's. Ey, wie einfach hier die ganzen Details irgendwo wieder zu finden sind, fühle ich. Sorry, we are closed. Ja, hier werden auch sehr viele Sachen entwickelt. Das Eis, Fertiggerichte, hier werden neue Gerichte getestet. Und wir haben da wirklich einen Koch, der die Gerichte dann macht. Und der testet sie auch, damit sie auch gut schmecken. Ja, krass. Wir haben auch sehr viele Kooperationen mit Fußballclubs. Und die senden uns dann natürlich groß mit den Spielern, die dann
signiert sind. Wir hatten auch internationale Teams, aber die sind leider nicht hier. Okay, hier haben wir wieder einen Automaten. Das ist noch der rote, wo es nicht so kalt drin sein muss, stimmt's? Genau, da ist es nicht so kalt. Und auch hier wieder mit dem System können sich die Mitarbeiter einfach rausholen, einfach fresh. Ja, okay. Okay, und hier? Ja, hier haben wir noch das Labor. Also hier werden dann auch die Produkte von null erstellt. Riegel und so zum Beispiel sind dann unsere Ernährungswissenschaftler, die entscheiden dann, was gemacht wird, wie das Produkt gemacht wird, welche Rohstoffe reinkommen, welche Geschmackssorte das Produkt haben wird, ob es ein Riegel ist, der irgendwie in den Ofen geht, wie heiß der sein soll. So wird dann alles hier entschieden. Krass, krass. Ja, alles ist was da. Und hier? Ja, hier sind nochmal ein paar IT-Kollegen, die sind auch gerade nicht da. Wir haben natürlich sehr viele IT-Kollegen, weil wir müssen ja auch sicher sein, dass der Shop auch immer online ist, dass der Shop sicher ist, dass auch kein Crash geben wird. Also wenn dann alle in den Shop gehen, dass der Shop steht, ja, dass du auch durchgehen kannst, das muss einfach dass passen. Er schnell ist. Ja. Genau. So, jetzt geht noch ein Stock hoch, aber da ist anscheinend nur ein Büro. Beim letzten Mal fandst du auch das Büro vom Anwalt sehr interessant. Also der Spruch zumindest. Den Spruch zumindest. Genau, hier haben wir nochmal seinen Gohan. Ah ja, da steht er nochmal. Und da ist jetzt nochmal die Tür, die direkt zum Anwalt führt. Das ist die Anwaltskanzlei, ohne Scheiß. Welcome to hell. Ja, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ja gut, also da sind noch viel, viel mehr Räume, Freunde. Da geht es auch noch weiter. Aber ja, jetzt haben wir echt schon richtig viel gezeigt. Wir müssen unten noch ein paar Räume auschecken. Wir müssen unten, genau. Ich glaube, jetzt haben wir schon richtig viel gesehen. Genau. Checken wir noch unten ein, zwei Räume aus. Und dann ist noch richtig viel los. Aber jetzt erstmal kümmern wir uns noch ein, zwei Räume. Ja, weiter geht's. Also hier ist auch noch ein Raum. Hier sind auch die Architekten. Die kümmern sich dann um das Gebäude und so. Dann geht das hier auch direkt weiter. Ein schöner Raum. Die machen echt einen guten Job, muss man sagen. Bei den ganzen Details hier ist es... Genau. Ja. Überall hängen Waffen herum. Also ich weiß nicht, wer von denen hier ein Waffenfetischist ist. Aber hier, wieder mal. Get shit done. So stelle ich mir das vor. So muss das sein. Drüben werden ja die Fotos geschossen und hier werden sie dann bearbeitet. Ah, okay. Genau. Ah, hier wieder mal eine schöne Küche. Ich wollte good talk. Hier ist nochmal der Kundendienst, den wollte ich dir auch noch zeigen. Es sind aber nicht alle Kollegen hier, der größte Teil des Kundendienstes ist noch im anderen Office. Also wir haben den Kundendienst in vielen verschiedenen Sprachen, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Englisch natürlich, Französisch. Und vielleicht noch viele mehr, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. Ah ja, Kundendienst, Freunde, ganz wichtig. Ja, da sind immer Menschen dahinter, die arbeiten hier fleißig rein. Und ja, nicht vergessen, ganz egal bei welcher Firma, immer schön auch mit Respekt behandeln. Ganz wichtig. Der größte Teil des Kundendienstes ist noch im anderen Büro. Mhm. Da sind fast alle vom Kundendienst, hier sind nur ein paar Kollegen. Hey, wie nice ist das hier? Einfach mal überall Wasser am Start. Wie viele sind da schon reingefallen, Schnell, sei mal ehrlich. Ich weiß nicht wie viele, ich weiß nur, dass ich noch nicht reingefallen bin. Und das zählt. Also es ist einfach echt, ja. Wie du sehen kannst, alle Konferenzräume sind anders, sind verschieden. Ja, ist echt so. Also hier, das ist das für Gebäude. Das ist auch ein Konferenzraum. Sieht aus wie ein Garten. Ja, sieht aus wie so eine Gartenhütte. Und das hier sieht irgendwie so aus wie ein Bad, aber irgendwie Badfliesen als Konferenzraum. Aber gut, hier steht, haben wir schon, this is not the bathroom. Alles klar. So, hier sind nochmal ein paar Übersetzer. Viele sind auch gerade noch im Homeoffice, also sind hier gerade sehr, sehr wenige. Das ist unser professionelles Team, also die Kollegen, die machen auch Partnerschaften, aber eher mit Teams, boah, mit Firmen, also jetzt nicht direkt Riesen. Influencer. Ja. Genau, da haben wir weiter ein paar Konferenzräume hier überall. Ey, wie schön die Konferenzräume einfach alle sind. Ja, wenn du hier noch ein bisschen chillen möchtest, vielleicht den Basketball werfen. Ja, Basketball. Ah. Na, Alter. Aber so eine Scheiße. Ist das auch witzig? Ja, gut. Na, so eine Scheiße. Also ich habe die Architekten bis jetzt gelobt, aber warum macht man da nichts irgendwo hin? Ich war gerade abgelenkt vom Basketball, weil ich... Okay, alles klar. If you quit once, it becomes a habit. Also. So läuft das. Hey, wie krass hier einfach ein Käfig da ist, zum Basketball reinschmeißen. Aber gut, wieder an dem Hindernis, wie wir gesehen haben. Aha, hier wartet der Nächste. Pass auf, nicht wieder reinfallen. Ja. Aber schau vom Design her, wunderschön. So geil gemacht. Man merkt halt auch, dass da alles junge Mitarbeiter sind. Ansonsten machst du sowas nicht, gell? Dass hier alles so aufgebaut ist. Also echt genial. Genau. So richtig Silicon Valley mäßig ist das hier. Kann man sagen. So mein Eindruck. Hier ist auch sehr interessant. Der Kollege ist auch gerade nicht da. Das ist die Prozess Games Abteilung. Weil wir haben auch ein paar Gamer, die auch mit uns arbeiten. Auch Mannschaften, die wirklich von uns gesponsert werden. Headshots. Und die kommen manchmal hierher, da drin. Kannst du dann auch ein bisschen zocken. Da hinten drin. Ja, da hinten. Da sind ein paar Räume, da kannst du rein. Und da ist auch ein großer Teil, da kannst du zocken, da sind alle Computer. Verarsch mich. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum wichtigsten Raum, weil ich da arbeite. Das sind nämlich die Partnerkoordinatoren. Also hier arbeiten wir mit allen Influencern zusammen aus der ganzen Welt, würde ich mal sagen.
Wir können auch gerne rein, natürlich. Echt die ganze Welt einfach am Start. Also so viele Menschen, die hier arbeiten, ey, es ist echt unglaublich. Ja, ich kann auch zum Beispiel zeigen, wie das Ganze so ein bisschen verteilt ist. Ich meinte zwar die ganze Welt, aber wir haben auch den größeren Fokus wahrscheinlich in Europa. Ich kann dir zum Beispiel zeigen, das sind die Kollegen von Portugal. Da sind nochmal hier die Kollegen von Italien, die Kollegen aus Spanien. Das sind die Kollegen aus Frankreich. Da hinten sind dann auch noch die Designer, die mit uns arbeiten. Die arbeiten nur für unser Team. Und das wichtigste Team, das ist natürlich mit Abstand die wichtigsten, die hier drin sind, das deutsche Team. Yes! So, hier haben wir das deutsche Team. Hallo! Die tun gerade so, als ob sie arbeiten würden. ja. Und dann haben wir nochmal die Designer. Und die Designer am Start. Ich kann dir auch zeigen, zum Beispiel diese Tische hier. Das sind alles unsere Tische. Das wurde alles von uns entworfen. Schau dir mal. Das ist wirklich ein Tisch. Immer diese Motivation setzen natürlich. Hat man hier auch drauf. Ah, hier kannst du das Handy reingeben und so, oder? Genau, auf die Schublade. Da steht natürlich auch unser Name drauf. Und das wurde direkt nur für uns entwickelt. Also das haben wir selber erstellt. Krass. Damit wir auch gut arbeiten können. Das ist ja auch wichtig. Es ist nicht nur Spaß, man muss auch manchmal arbeiten. So, da, gut, kann man sich hier auch in irgendeine Ding einmieten, oder? Natürlich, ich gebe der Personalabteilung kurz Bescheid. Die nehme ich. Ja, also hier wieder komplett entspannt hier, was soll man sagen. Finde ich fresh. Ich muss sagen, es ist halt so ein Riesenkomplex und trotzdem hat man seinen Rückzugsort. Das heißt, man kann sich immer irgendwo reinhauen, richtig entspannt. Wenn das nicht entspannt ist hier, ganz ehrlich. Also hier muss man sich auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Proteincheck gönnen, oder? Erzähl mir bitte, dass ihr schon gemacht habt. Firmen feiern? Natürlich. Oder wo sind die Firmen feiern dann? Die sind normalerweise in vielen verschiedenen Orten. Ah, okay. Aber wirklich Orte, wo man da auch richtig feiern kann, am Strand oder so. Ja. Ja, voll nice. Ich finde es halt echt nice, weil es ist ein Riesenkomplex und trotzdem hast du halt überall diese kleinen Ecken, wo du dich zurückziehen kannst. Also echt richtig gut gemacht. Ja, sieht richtig fresh hier einfach aus. Ja, also es ist, da es auch sehr viele junge Mitarbeiter sind, ist es auch wirklich chillig. Es ist überhaupt nicht stressig. Also natürlich, du hast auch stressige Momente, absolut, ist ja auch Arbeit. Aber in einer Arbeitsatmosphäre ist es wirklich sehr relaxed. Man hat auch eine sehr gute Zeit, man versteht sich auch sehr gut mit den Leuten. Es ist auch ein sehr junges Mindset, also kann sich nicht beschweren. Mega. Ja, Freunde, so sieht es hier bei Prosys aus. Jetzt habt ihr mal einen guten Einblick bekommen, wie es hier eigentlich aussieht, was hier so los ist, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier so sind, wie die Arbeitsatmosphäre ist. Und ich glaube, da kann man sich echt nicht beschweren. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind alle zufrieden. Hier sind, glaube ich, alle glücklich. Die Ziegen schreien hier mal wieder durch die Gegend. Also es ist einfach eine entspannte Art Arbeitsatmosphäre. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es hier allen gut geht. Denn ja, geht es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gut, geht es auch der Firma gut. Und sowas kann ich einfach von ganzem Herzen unterstützen. Und hier seht ihr einfach mal eine Uncut Version hier vom ganzen Komplex, von den ganzen Abteilungen und Arbeitsatmosphären und es ist einfach, was soll man dazu noch sagen, hier ist ein Wasserfall und so weiter. Ihr seht die ganzen Details, ihr seht die Motivationssprüche und so weiter. Junges, motiviertes Team, genau so stelle ich mir das vor. So eine Firma unterstützt man halt dann gerne, wo einfach, wo alle glücklich sind, wo einfach was weitergeht. Und ein wichtiger Leitspruch hier bei Prosys ist ja auch, dass man die beste Qualität zum geringsten Preis bekommt. Und das ist einfach möglich, weil sie keine Investoren haben, also von ganz klein angefangen haben und sich hoch aufgebaut haben, ganz allein. Und deswegen können sie auch so gestalten, wie sie möchten. Und Prosys produziert ja auch das meiste selbst. Das kommt ja auch noch dazu und deswegen ist das möglich. Und deswegen empfehle ich es euch natürlich auch von ganzem Herzen, weil wir haben hier ja 28.000 Artikel, das heißt, wir haben hier nicht nur Supplements, sondern wir haben gesunde Ernährung, vegetarische Produkte, vegane Produkte, ihr wisst es, von Sportoutfits hin, Trainingsartikel her, also ihr wisst Bescheid, ist alles am Start. Und ich versuche natürlich auch mit dem Code Sascha10 immer das Beste zu bieten, ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall immer ganz gut hin und ich freue mich auch, dass ihr immer so heftig zufrieden seid bei Prosys. Vielen Dank, Freunde, an dieser Stelle, ist mir natürlich auch wichtig und ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist, also hier die Menschen einfach alle absolut nett, jeder ist richtig am Hustlen, jeder fühlt einfach den Fitness-Lifestyle und hier der Komplex, wie der eingerichtet ist, glaube ich, das sagt mehr als genug über das Unternehmen aus. Einfach grandios. Und wisst ihr was, Freunde, ich bin auch die Tage hier noch hier und wir haben auch mit dem Chef was geplant. Also wir gehen Rennen fahren, also richtig auf der Rennbahn. Also ich weiß keine Ahnung, was mich da erwartet. Es wird auf jeden Fall richtig heftig und ich habe mir jetzt gedacht, egal, ich nehme euch da jetzt auch noch mit. Also es wird ein XXL-Vlog, wenn man das so sagen möchte. Also ja, das war's jetzt mit dem Komplex und jetzt geht's erst richtig los, Freunde. Die Tage erwartet euch noch einiges. Also ich nehme euch mit und wir machen das Beste draus. So, jetzt sind wir hier im Modellzimmer angekommen, da ist unser Zimmer oder eben mein Zimmer hereinspaziert, Freunde. Also hier haben wir auf jeden Fall mal die Dusche, eine Badewanne steht da auch noch. Hä, wieso ist da ein Vorhang? Kann man da den Vorhang aufmachen? Ja, wie nice. Läuft. Und meine Koffer natürlich von. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Dann hier, Doppelbett. Pauline ist zwar nicht mit, aber man weiß ja nie. Scherz natürlich, Schatz, wenn du das siehst. Küsse gehen raus. Auf jeden Fall hier ein krasser Ausblick.
wunderschön hier. Ich glaube, wir sind hier im 9. Stock. Ah, darunter werde ich, glaube ich, auch nochmal schauen. Auf jeden Fall, ja, super entspannt hier. Und jetzt einfach mal kurz hier ins Bett hauen, denn es war einfach mega anstrengend hier, den Komplex auszuchecken. So viele Eindrücke vor allem, also was da los war. Aber ja, ich bin positiv, mega positiv überrascht da. Was ist Prozis für eine Marke? Ja, in diesem Sinne, Freunde, jetzt mal kurz pennen gehen. Gute Nacht, der Flug war auch anstrengend, war viel los schon heute. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde! Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in den Tag. Ich glaube, Joel ist jetzt auch munter. Auf jeden Fall, jetzt fahren wir erstmal was trinken, das steht heute an. Morgen werden wir noch mit dem Rennauto durch die Gegend fahren, da wird es richtig crazy. Die Strecke und so weiter wurde anscheinend schon gemietet, aber ich darf nicht mehr erfahren. Also ja, mal schauen, jetzt erstmal was trinken gehen. Und ja, ich bin ja immer wieder der Meinung, dass Joel richtig fresh aussieht. Er meint immer so, er sieht nicht so fresh aus, aber Freunde, schreib mal in die Kommentarbox, wie fresh Shrelly aussieht. Real Talk, dein Bart, Mann, der ist so fresh. Deine Augenbrauen, alles sitzt hier bei dir. Die Frisur, schau mal kurz in die Kamera. Aber nur so ganz schnell. Ich bin ja generell dafür, dass ihr kurz mal bei Shrelly bei Instagram vorbeischauen könnt, weil ich glaube, der Ehrenmann hat das auf jeden Fall verdient, dass man ihn supportet hier. Ja, und wir kommen vielleicht noch ein paar Kooperationen. Das wäre auch nice. Ja, also auf jeden Fall hier richtig fresh am Start immer, Shrelly. Auf jeden Fall hat er heute schon Trizeps durchgeballert und Schulter, meintest du, oder? Ja, natürlich. Sascha Huber Workout natürlich. Ja, sehr schön. Nee, aber läuft, oder? Ja. Fitnesstechnisch zufrieden? Natürlich, du bist ja auch immer am Start, du hilfst mir auch. Super Tipps, was Ernährung und so angeht. Ja, sehr schön. Kann mich überhaupt nicht beklagen. Ja, perfekt. Ey. So ein fresher Dude. Und nach dem Tag bei Prozis gestern, Freunde, haben wir jetzt noch eine Einladung bekommen. Und zwar dürfen wir jetzt auch sogar noch die Fabrik auschecken, wo eben die Prozis-Klamotten hergestellt werden oder ein Großteil der Prozis-Klamotten hergestellt werden. Das lassen wir auf keinen Fall entgehen. Also, auf geht's. So, Freunde, also wir starten jetzt hier direkt mal rein, check das mal aus, wie groß das hier alles ist. Und ja, sieht auf jeden Fall richtig heftig aus. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera auch so heftig sieht, aber oh mein Gott, ja, so sieht das hier aus. Hier werden eben die Klamotten hergestellt. Das ist so der erste Step. Ja, Prozis macht, wie gesagt, ja sehr vieles selbst. Deswegen geht auch der günstige Preis und die hohe Qualität. Ansonsten wird das ja nicht funktionieren. Und da sieht man hier mal, wie sowas abläuft. This is crazy. Oh Mann. Holy moly. Damn. Da geht's mal richtig zur Sache. Ja, Freunde, also drüben wird das direkt erstellt, was wir gerade gesehen haben, die Klamotten. Hier werden sie heißer und wärmer gemacht, damit sie auch von der Größe her angepasst werden. Und jetzt geht's auch schon direkt weiter hier. Ah, ja, moin, wie heftig. Sowas habe ich einfach noch nie in meinem Leben gesehen. Aber fühle ich, dass hier einfach, ja, alles komplett hergestellt wird. Mega, mega, mega. Und unter solchen Umständen, Freunde, check das mal aus hier. Wie sauber, wie clean, wie offen, fühle ich. Ja, und hier die ganze Geschichte wird auch noch ausgebaut. Also die Riesenhalle, das folgt dann. Ja, das wird alles hier größer und größer. Oh Mann. Ja, so und Freunde, hier werden 1500 Stücke am Tag produziert. Und jedes einzelne Stück wird hier nochmal hier ganz genau kontrolliert und sogar hier nochmal ganz genau abgemessen. Jedes einzelne Stück. Dann geht es von da nach darüber und dann wird es später versendet. Aber jedes einzelne Stück wird hier nochmal genauestens kontrolliert und abgemessen. Ist das crazy? Und ihr müsst euch vorstellen, Freunde, es gibt 5 Phasen, also es wird 5-mal kontrolliert, 5 Qualitätskontrollen und da wird dann ein Sticker raufgegeben. Wenn hier zum Beispiel ganz klein etwas nicht passt, ich weiß nicht, was ihr sieht, ja, dann kommt hier ein Sticker rauf und es kommt dann nicht raus. Das wird genauestens kontrolliert, jedes einzelne Stück und das Ganze eben bei 5 verschiedenen Stationen immer wieder eben zwischendrin. Und hier, Freunde, wird auf jedes einzelne Stück, hier kommt so eine Art Silikon drauf, damit eben die Region gestärkt wird, wo eben anfällig für Risse zum Beispiel ist. Ja. Beispiel, wenn man Squats macht und so weiter. Boah. So, jetzt sind wir im Auto und was sagt ihr zur Fabrik, Freunde? Ja, auf jeden Fall crazy. Wir dürfen uns jetzt sogar noch schnell das Lager anschauen. Bin auch schon gespannt, wie es da aussieht. Also, auf geht's zum Lager. Let's go! So, Freunde, und wir kommen jetzt an. Das ist eins der Gebäude hier. Ja, das fette Lager bzw. Produktion hier bei Prozis. Sieht auch richtig fresh aus. Haben sie auch von außen richtig nice designt. Da ist einiges passiert vom letzten Mal, als ich hier war. Ja, es wird spannend. Und wisst ihr, was ich fühle? Überall die Motivationssprüche hier. Turn struggle into strength. Oder hier mit never fear, never settle. Oder chase the passion. You work, you reach. Oder make today count. Ja, ja, da schaut der Prozis bei Motivationssprüche direkt auf die Straße. So muss das sein. Und ich glaube, ihr seht schon im Hintergrund, wie riesig das Lager hier ist. Oh mein Gott. Also das geht da ganz nach hinten. Hier auf der rechten Seite das Ganze nochmal. Und ja, das, Freunde, ist mal nur ein Lager. Und davon haben sie sogar mehrere. Ey, ich pack's nicht. Was? Was ist hier passiert? Wie viele Gebäude sind hier aus dem Boden geschossen seit dem letzten Mal, als ich hier war? Es gibt's nicht. Na, kommen wir direkt mal rein.
Ja, so sieht es hier aus, Freunde. Immer was los, jeder am Hasseln. Okay, alles klar. Hier läuft sehr vieles automatisiert ab. Also das Ding fährt hier automatisch hierher. Da sind wir 3000 Tonnen Rohmaterial hier am Start, ja, wo das alles verarbeitet wird und so weiter. Das heißt automatisch, wir haben hier 3000 Tonnen fucking Gains. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, ich bin hier im Himmel gelandet, Freunde. Endlich bin ich da. Ja, jetzt sind wir direkt im Doktor-Outfit und jetzt geht's weiter. So, jetzt haben wir die Maske an. Jetzt werden hier noch die Schuhe desinfiziert bzw. geputzt. Und hier muss auch noch die Hand rein, Freunde. Ja, da wird auf Sauberkeit geachtet. Was soll man sagen? So, Freunde, jetzt geht's direkt weiter. Natürlich hier mit Maske und so weiter. Hände haben auch noch desinfiziert. Und hier, ja, startet schon los. Hier werden die Labels geprintet. Das heißt, hier wird alles ausgedruckt und so weiter, damit auch hier die höchste Qualität am Start sein kann. Ja. Hey Freunde, hier haben wir die Instant Out. Check das mal aus. Da oben fallen sie runter, zack, kommt dann rein. Und hier werden sie verarbeitet. Check das mal aus. Was das aussieht. Und geschlossen. Da kommt sie raus und da rein. Ja, hier die Maschine kontrolliert nochmal, ob das Gewicht und so weiter passt, beziehungsweise ob sich auch keine anderen Substanzen da drin befinden. Also wird nochmal ganz genau kontrolliert, ob auch kein Plastik oder Metall und so weiter drin ist. Also hier wird nochmal ganz genau gecheckt für die Qualitätssicherung. Ja, und dann geht es erst weiter. Ja, so, hier haben wir nochmal das gleiche Prinzip, nur hier dieses Mal mit, ja, man kennt sie, mit den Protein Gains. Also ich glaube, ich bin echt im Himmel. Hier fahren überall die Gains durch die Gegend. So Freunde, und hier, check das mal aus, sowas habe ich noch nie gesehen. Da kommen die Taps rein, hier wird eben ganz genau abgezählt, dass es auch richtig passt. Hier haben wir ein heftiges System, Freunde, frag mich nicht, wie das genau funktioniert. Aber sie meinten, das ist der Ferrari unter den Zählsystemen. Also hier sind immer genauso die Pillen drin, wie man auch eben bezahlt hat, beziehungsweise hier oben steht. Und wisst ihr was, am Tag werden hier über 5 Millionen Pillen runtergeballert. Also sagen wir mal 5 Millionen Multi-PAZ oder was auch immer. Bist du deppert? Was passiert hier? Ah, okay, jetzt kommt der Deckel drauf. Hier kommt dann eben der komplette Deckel drauf. Alles klar. Zack, zack, zack. Und hier wird es bedruckt, Freunde. Check das mal aus. Das ist es. Und was haben wir hier? Ja, und raus hier. Ist das krass. So funktioniert das hier. Wir starten da vorne wieder, gehen hier durch, es geht weiter. Und hier wird bei dieser Maschine jede einzelne Flasche mit Röntgen nochmal durchsucht und schauen, ob wirklich alles passt. Crazy. Hier wird wieder der Deckel aufgeschweißt. Na, Freunde, dann kommen Sie hier rein und dann wird jetzt der Deckel aufgeschraubt. Check das mal aus. Da kommt's und. Zack, Deckel drauf. Oh Mann. So, und da haben wir's. Dann fährt's da runter. In Freiheit. Und Freunde, habt ihr Bock auf ein paar Riegel? Ich glaube, das sind ein paar. Ja, servus. Eia, ist das ein Building. So, hier wird alles abgemixt. Da muss der Winkel stimmen, der Speed stimmen. Dann dreht sich das Ganze wieder und so weiter. Das ganze System dahinter. Aber wir bekommen ja alles so krass erklärt. Aber ja, das wird jetzt den Videorahmen sprengen, wenn ich da ganz genau drauf eingehen würde. Auf jeden Fall, was ich crazy finde, ist einfach, dass ich hier überall rumgehen darf, alles abpinnen darf, was ich möchte, wie ich möchte, wo ich möchte und direkt online stellen darf. Und ja, ich glaube, das ist auch vielleicht nicht überall der Fall. Kann ich mir halt vorstellen. Ah, hier sehe ich, haben wir auch Kreatin mit dabei. Hier steht mal eine Box Kreatin. Wer kennt es nicht? So muss das sein. Ja, so, weiter geht's. Und hier, Freunde, fahren die Riegel durch die Gegend. So, da, und hier kommen die Riegel raus. Wer kennt sie? Ich glaube, ich würde mir gerne einen schnappen. Gibt's auch gratis dazu mit dem Kurzascher 10. Ihr wisst Bescheid. Und da fahren sie eben lang. Da kommen sie, die Riegel, und da werden sie dann bedruckt. Wie crazy das hier aussieht. Ja, dann geht's auf jeden Fall hier weiter. Dann kommen sie hier in diese Maschine rein. Das ist so eine High-Quality-Maschine, die wird auch, soweit ich weiß, irgendwas gesagt wird, in der Pharmazie verwendet. Also eine High-End-Maschine, die genau kontrolliert, dass auch nur das im Riegel ist, was auch drin sein sollte. Ja, und dann geht es auch schon raus hier. Ja, da ist jetzt leider Feierabend, also da werden die Riegel auch produziert und so weiter. Hier wird noch alles geputzt und desinfiziert. Da kommen sie weiter raus, wir kommen hier ganze Mischung und so weiter mit diesen Maschinen, fahren da entlang. Hier kommt nochmal Schoko drauf, das ist jetzt noch zum Schluss, da kann man noch ein bisschen was sehen. Dann fahren sie hier drin weiter. Aber gut, was soll man sagen? Feierabend darf auch mal sein. Hier werden ca. 40.000 Riegel am Tag produziert. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, aber jetzt ist mal Feierabend, also raus hier. So sieht das Ganze ungefähr aus, damit ihr es vorstellen könnt. Ja, genau da stehen wir hier. Und natürlich auf Hygiene wird überall geachtet, also ja, Sauberkeit, wie wir alle hier rumgehen müssen hier. Ja, mit diesem Outfit ist eine Sache für sich.
aber sieht doch ganz fresh aus, oder? Was noch gesagt wurde, es wird auch darauf geachtet, hier bei Process enorm, dass man auch in Zukunft immer weniger Plastik verwendet. Es wird sehr viel investiert in teure Maschinen, um eben den Plastikverbrauch zu senken und so weiter. Ja, das fühle ich auch auf jeden Fall. Wenn wir schon beim Thema Fakten sind, und zwar diesen Drucker gibt es nur 950 Mal auf der Welt und der kostet 2 Millionen Euro. Ja? Das ist doch mal eine Ansage. Hier wird alles gedruckt, was ihr Process seht, also jede Marke und so weiter, alles was draufsteht, hier wird alles gedruckt. Wow. So, jetzt geht's wieder durch hier. Schön desinfizieren, Joel, gell? Ja. Hände rein. Sehr, sehr gut. Gut, jetzt darf alles wieder weg und ich glaube, man kennt die Frisur, die ist natürlich wie immer die beste. So, ja, mal Trockeneis am Start. Gib Sascha Trockeneis und wisst ihr was? Er ist den ganzen Tag glücklich. Holy fuck. Ach, Keks. Jetzt will ein bisschen benehmen hier. Sag mal, wieder ein bisschen runter. Na, dann müssen wir so wieder zurück. Ein bisschen runterkommen. Sonst denkt sich Process noch, welchen Athlet haben wir hier am Start. Ah gut, so schnell wieder zurück hier. Ja, aber Freunde, nicht nachmachen. Also hier Warnung, ja. Man kann mit dem Ding spielen, aber seid vorsichtig, wenn ihr das macht. Nee, macht es besser nicht. So Freunde, man hat einen Kühlschrank und hier, holy fuck, das ist ein kompletter Kühlschrank hier. Ja, wir haben ja, glaube ich, Minusgrade. Auf jeden Fall, hier werden die ganzen Produkte, die gefroren sind und so weiter, ja, natürlich gelagert. Das heißt, Ready Meals sind am Start und natürlich auch die Eiscreme und so weiter. Da kommt noch einiges auf euch zu, ja. Freunde, es kommen so viele neue Produkte in den Store. Oh shit, checkt das mal aus. Ich darf hier nur mal kurz schnell rüberfilmen. Aber zu viel darf ich nicht sagen. Was ist das? Was ist das? Ich bin gerade selbst richtig geflasht. Aber gut, wir haben hier 21 Grad Minus. Also jetzt mal schnell. Ja, wieder raus hier. So, Freunde, das war ein Kühlschrank. Ja, die haben sogar noch einen zweiten. Aber hier geht's weiter. Hier ist es dann schon um einiges wärmer. Aber checkt mal aus, wie riesig das hier ist. Also, wie riesig ist das? Und von diesen Buildings gibt es ja auch noch mehrere. Könnt ihr euch das vorstellen? Ah, ich sehe hier schon die Proteinmilch. Ja, man kennt sie. Hier. Jede Menge Proteinmilch. Ich weiß nicht, ob das auch in dem Video so krass rüberkommt, wie ich es hier sehe, aber ich bin einfach ja, komplett geflasht. Ich meine, die ganzen Produkte, die Peanut Butter und so weiter, ihr kennt sie alle und ich ja auch. Und dann sieht man, dass man in Real Life, wie das alles produziert wird. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man sieht, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, unglaublich. Aber ich habe gerade erfahren, all diese Sachen hier, ja, die werden nicht mal online verkauft, sondern die sind nur für die Supermärkte. Ja, das ist vielleicht nochmal, um dazu zu sagen. Hier die nächste Riesenfabrik und zwar hier werden dann die Muffins, Cookies, Cereals und so weiter hergestellt. Ja, die Fabrik wird gerade hergestellt, man sieht es ja. Ja, es wird ausgebaut, ausgebaut, ausgebaut. Aber hier im Hintergebäude haben wir auf jeden Fall noch eine weitere Fabrik, die jetzt dann durchstarten kann. Das ist dann die erste, die hier steht. Die Technik dahinter einfach, wenn man sich das anschaut, das ist ja Wahnsinn. Hallo! Oh, Sascha 10 regelt! Alles klar. Und auch von hier, Sascha 10 regelt! So, Freunde, jetzt sind wir direkt schon in der nächsten Fabrik und zwar in der Peanut Butter Fabrik. Ja, ich zeige es hier nur ganz schnell und zwar, ja, ihr seht schon der ganze Prozess hier wieder. Ja, die haben schon Schicht, da ist schon Feierabend. Aber ja, was soll man sagen? Hier wird natürlich auch alles selber produziert. Ja, hier haben wir noch ein Büro, hier wird da überall reingehasselt und was ich hier überall fühle, ist einfach genau die Sprüche wie hier: Keep calm and get the fuck off my desk. Oder sei es einfach hier die ja, Top fucking Secret, schon filme ich da besser noch nicht hin. Auf jeden Fall hier dann die ganzen Motivationssprüche. Don't accept to see a change if you don't make one. Hier, get shit it done. Bla 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 bla, go workout. Ja, so muss das sein. So, Freunde, und jetzt sind wir auch mal direkt schon Abendessen. Heute war richtig viel los, viel mehr als geplant. Aber es war einfach zu interessant, um euch das nicht zu zeigen. Auf jeden Fall, was gibt's jetzt? Richtig, Francesinha mal wieder. Oder wie spricht man es richtig aus? Ja, mal zur Abwechslung, Francesinha. Bro, du siehst immer noch so gut aus. Du auch. Francesinha, also Mahlzeit. So, und jetzt nach dem Essen gönnen wir uns jetzt hier nochmal diesen Ausblick. Freunde, wie schön ist es hier in Portugal? Unglaublich, spektakulär. Ja, nehmen wir uns mal ein paar Sekunden und genießen einfach hier den View. Also jetzt super romantisch, ich muss sagen, Joel. Ja, also wie geht's dir so? Ja, ich fühle schon Sachen im Bauch, muss ich schon sagen. So richtig romantisch. Kribbelt ein bisschen, gell? Kribbelt ein bisschen, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Francesinha ist, aber ich habe schöne Gefühle. Eher so ein Drucker, also eher, weil wir zur Francesinha sein. Ja, bitte nicht verwechseln. Also ich will jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Ja, also ich bin mir sicher, Paulina ist jetzt in diesem Moment, weil sie ja auf jeden Fall sicher auch gerne hier, um die Aussicht hier zu genießen. Aber ja, ich wäre auch froh, wenn es Paulina wäre. So ist es schwell, aber irgendwie bin ich auch sehr zufrieden. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Also nein, ich wollte gerade sagen, ist auch mal eine schöne Abwechslung, ja, Buddy? Also in diesem Sinne,
Na gut, so, jetzt reicht's aber. Gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wow, so, ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag. Wir starten jetzt heute in einen entspannten oder auch richtig erlebnisreichen Tag, denn ja, es steht viel an, ihr wisst Bescheid, Rennstrecke und so weiter. Aber ja, darauf kommen wir gleich zurück. Jetzt standen wir mal ein bisschen entspannter hier. Ja, hier ist es einfach auf jeden Fall richtig schön und ruhig. Wir haben auch wieder mal eine heftige Aussicht. Gehen wir nach vorne. Ja, ist auf jeden Fall hier richtig entspannt. Ich sag mal so, wir haben echt ein Träumchen. Ja, ein Träumchen. So, Freunde, wir haben uns gerade einen Espresso gegönnt. Das Koffein kickt gerade richtig rein. Und das kurz vorm Rennen hier. Ob das eine gute Idee war? Ah, ich hoffe nur, dass ich so überleben werde. Und was ist hier los? Warum fetzen hier einfach mal Pferde hier durch die Gegend? Koffein kickt gerade richtig rein. Auch hier bei den Pferden, wie scheint, direkt vor uns. Na gut, auf jeden Fall. Scheint mir nicht, das Pferd unter Kontrolle zu haben, der junge Mann. Ohne Scheiß, was ist hier los? Ey, holy fuck. Das Pferd hier geht ja richtig durch. Scheiße. Holy shit, Freunde, was kommt da daher? God damn it. Da habe ich bloß direkt mal drauf. Holy fuck. Hört ihr das? Ey, bist du deppert. Bitte sag, dass ich da mitfahren darf. Bitte sag mir jemand, dass ich da mitfahren darf. Ohne Scheiß, da geht's raus direkt auf die Rennstrecke. Ey, bitte sag mir, dass ich da mitfahren darf. Vorher check mal die Karre hier aus. Holy fuck, da ist alles, glaube ich, was man umbauen kann, umgebaut. Also irgendwie schaut das alles gar nicht mehr so wie ein normales Auto aus. Aber was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, da darf ich jetzt echt eine Runde mitfahren. Ey, der ganze Kofferraum fehlt. Ey, sowas habe ich echt noch nie erlebt, noch nie gesehen. Ja, irgendwie habe ich Angst. Scheiße, Freunde, wenn keine Videos mehr kommen, dann wisst ihr wieso. Oh shit, Freunde, jetzt wird's ernst. Oh Mann. Oh, George, spring ich bitte nicht um. Die Tür ist zu. Achso, holy shit. Ach doch, Freunde, das war's jetzt komplett. Also ich kann nur sagen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, sowas zu erleben, dann macht das. Mein komplettes Shirt ist komplett verschwitzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann, aber ich bin außer Atem, weil es einfach, ja, ich habe immer gedacht, wir sterben jetzt. Der bremst der letzten Sekunde. Du denkst dir, das geht sich nie im Leben aus. Wenn man sowas noch nie gemacht hat oder erlebt hat, dann denkt man sich das und dann geht sich's irgendwie aus. Dich zieht's dann nach rechts, drückt vorerst rein, weil so spät gebremst wird. Und dann, wenn wieder beschleunigt wird, dann drückt sich rein und bei jedem Gang, bei jeder Schaltung, zack, haust dich wieder hinten rein. Es ist richtig laut. Du hörst nur den Motor. Ich sage dir, Freunde, das fühle ich. Ich spüre das Leben wieder. So, jetzt stehe ich hier neben der Rennstrecke. Erzähl dir mal, wie das aussieht. Was für ein Tempo der. Ja, Freunde, aber ich glaube, irgendwie habe ich es überlebt. Nur ein bisschen schlecht ist mir jetzt. Schon langsam bin ich wieder runtergekommen. Ich weiß nicht, wie oft ich hier in diesem Vlog check das aus oder crazy und so weiter gesagt habe, aber ich bin einfach echt immer durchgehend geflasht. Und wisst ihr was, es geht auch so weiter, denn jetzt, ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Ich drehe jetzt einfach mal die Kamera um. Wir fahren gerade in den Wald hoch und ihr seht schon, was da vor uns fährt. Auf den Anhänger. Zwei solche Karren. Ich liebe dieses scheiß Leben. Und bist du nervös, Buddy? Ich bin fucking nervös.
Ja, ich auch. Ach, ich auch. Wir fahren jetzt schon die ganze Zeit hier den Berg rauf. Wo fahren wir da durch die Gegend? Also jetzt sind wir hier, check das Ganze mal aus. Ich glaube, check das Ganze mal aus, habe ich heute schon tausendmal gesagt. Aber was soll man machen, wenn es halt immer wieder was Neues ist, was ich noch nie gesehen habe? Denn das war für mich bis jetzt immer nur so in Spielzeugform, irgendwie nahbar. Und jetzt haben wir hier das da vor uns stehen. Wie geil, wisst ihr, wie viel Bass das Ding hat? Ja, jetzt geht's rauf ins Gebirge. Irgendwo da rauf, einfach, glaube ich, jetzt fetzen. Mal schauen, wo uns das hintreibt. Hier haben wir noch eine zweite Maschine. Ja, es wird legendär. Okay, so, Freunde, jetzt geht's los. Wir starten jetzt richtig durch. Ja, mal schauen, wie es so wird. Auf jeden Fall, ich glaube, ich sehe schon ein bisschen aus wie der Terminator. Aber ich fühle mich nicht so, sondern ich habe richtig viel Angst. Also, auf geht's. So, jetzt geht's los. Bin hier richtig sicher. Auf geht's. Mir ist so schlecht. Es kribbelt im Gaumen, es kribbelt im ganzen Körper. Mir ist so schlecht. Aber gleichzeitig will ich auch nicht, dass es aufhört. Kennt ihr dieses Gefühl? Das Adrenalin kickt, du nicht mehr weißt, wo ist hinten, wo ist vorne, wo ist unten. Ich habe nur die Augen zu beim Fahren. Passt immer die Augen zu, weil ich pack's nicht. Boah. Der fährt hier über Stock und Stein. Es sind hier richtig unebene Straßen. Kühe, Pferde, Steine, alles in der Gegend. Check das mal auf. Und der gibt da Vollgas. Der gibt da Vollgas. Der spinnt. Der spinnt. Wir sterben, Freunde. Da geht 100 Meter runter. Der spät. Seht ihr die Straße? Freunde. Das ist der erlebnisreichste Tag hier bei Prozis. Die Tage waren einfach so spektakulär. Ich mag es nicht. Ich werde das Video einfach beenden. Ich muss mich jetzt festhalten, ich kann nicht mehr. Ich weine ohne Ende. Wenn euch der Vlog nicht sich selber noch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr euch gefallen hat. Ja, und könnt euch auf jeden Fall mit dem Kumpel Sascha sehen. Ihr wisst Bescheid, 28.000 Produkte. Und es kommen jeden Tag neue ins Store. Ernährung, Equipment, Training. Jetzt kommt dann mal Tiefkühleis, Proteineis, Proteinpizza. Alles kommt raus, Freunde. Unbedingt vorbeischauen. Ja, absolut legendäre Marke. Ihr habt die Arbeitsführung gesehen. Das Arbeitsklima, viel Nachhaltigkeit investiert wird und so weiter. Also, ja, ich glaube, die Standards extrem, extrem hoch. Gehen sie alle richtig. Ja, die fühlen das gut, die Menschen. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.